Wartung von Pedalen, die Beseitigung von Knacken und Knarzen im Pedal. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Dr. Ralfs Bikesprechstunde. Diesmal das Thema Pedale und die Wartung. Die Dinger funktionieren ja meistens ziemlich lang, recht gut, und irgendwann fängt dieses Knacken und Knarzen an und dann kann man sie entweder wegschmeißen, aber man kann sie auch wirklich in 5 Minuten einfach warten. Und das will ich euch zeigen mit so ein paar Tipps und Tricks, die eigentlich in diesen ganzen Wartungsvideos nie drin sind, die aber entscheidend sind, dass ihr auch euer rechtes Pedal wartet und das nicht wegwerfen müsst, weil ihr die Schraube abgedreht habt. Das nur so als Hinweis vorne ab, um euch da so ein bisschen Interesse zu wecken. Das wird nämlich immer, warum auch immer, nie gezeigt in diesen Wartungsvideos. Dass es nicht nur bei den Pedalachsen ein Thema links-rechts gibt, sondern auch bei dieser Verschlussmutter oder Verschlussschraube, die auf der Pedalachse sitzen. Die Pedale lösen vom Fahrrad, dazu habe ich ein separates Video gemacht, wie ihr, wenn die sind ja oft festgebacken, ihr die einfach lösen könnt. Da habe ich einen kleinen Trick euch bereitgestellt, wenn ihr den Video schauen wollt. Ansonsten nochmal als Erinnerung, wenn ihr die Pedale abmacht, linke Seite, wenn ihr auf dem Fahrrad sitzt, linke Seite hat ein Linksgewinde, also einfach zu merken, geht im Uhrzeigersinn auf. Und die rechte Seite, wenn ihr auf dem Fahrrad sitzt, rechts, rechte Seite, geht gegen den Uhrzeigersinn auf. So, wenn ihr dann diese Dinger abmontiert habt, ihr könnt als Hinweis, ihr könnt die Pedale aber auch am Fahrrad lassen, dann habt ihr einen Gegenhalt, ihr müsst die nicht abschrauben, weil ihr könnt die von der Achse abziehen. Also eigentlich ist es fast besser, man macht es am Fahrrad als Tipp für euch, dann habt ihr einen Gegenhalt, oder aber ihr macht es gemütlich in der Werkstatt und das will ich euch jetzt zeigen. Also die Pedale sind eigentlich immer alle so aufgebaut, dass die außen ganz am Ende so eine Verschlusskappe haben und das ist wirklich nur eine Verschlusskappe. Die könnt ihr mit einem Imbusschlüssel oder was auch immer dann da, seht ihr, was auch immer am Pedal dran ist, die ihr kappt. Dreht ihr einfach ab, die ist auch gar nicht fest zu, da ist so ein bisschen Schraubenkleber, Schraubensicherung drauf, sodass es einen Moment braucht, bis es aufgeht, knackt aber wirklich ganz einfach auf. Dann habt ihr die Achse freigelegt und da seht ihr jetzt innen drin so eine kleine Mutter oder Schraube, das ist auch so ein bisschen unterschiedlich bei den verschiedenen Pedalen und die könnt ihr jetzt lösen. Und dazu geht ihr mit einem entsprechenden, also das ist hier so eine kleine Mutter und da passt zum Beispiel jetzt hier so ein 8er Schlüssel, aber also das müsst ihr schauen, was da bei eurer Pedale passt. Aber die lässt sich ganz einfach lösen. Und jetzt kommt das Entscheidende, was ich sehr selten in diesen Wartungsvideos sehe. Die linke Pedale, die ist auch gekennzeichnet hier mit einem L, ist bei euch eigentlich auch immer gekennzeichnet oder beziehungsweise merkt euch, wo ihr es abgeschraubt habt, seht ihr am Gewinde auch. Die linke Pedale geht ganz normal diese Schraube hier auf. Also die könnt ihr einfach, wie ihr jede Schraube öffnet, ein klassisches Gewinde aufdrehen. Bei dem rechten Pedal, wenn ihr euch immer wundert, warum das linke gut aufgeht und das rechte, ich habe schon ein paar Mal gehört, dass die Leute dann ihr rechtes weggeschmissen hat, weil da irgendwie es geht nicht auf, es ist kaputt, abgedreht und so weiter. Der Grund ist, und das finde ich sehr interessant, dass man das in diesen Wartungsvideos nicht findet, dass nicht nur, dass hier diese Schraube an dem rechten Pedal, die wird im Uhrzeigersinn aufgeschraubt. Also so. Im Uhrzeigersinn, rechts im Uhrzeigersinn, links ganz normal gegen den Uhrzeigersinn. Merkt euch das. Und das ist aber auch nicht bei allen Pedalen so. Also das linke Pedal ohne Probleme könnt ihr immer nach links aufdrehen. Bei dem rechten guckt euch das Gewinde an, beziehungsweise wenn es überhaupt nicht aufgeht, dann guckt mal, es ist wahrscheinlich eher ein Rechtsgewinde. Also in der Regel sind die Gewinde so konstruiert, auch bei diesen Verschraubungen hier, dass links nach links aufgeht und rechts nach rechts aufgeht, also im Uhrzeigersinn. Das will ich jetzt mal machen. Ich will euch das jetzt mal zeigen. Und das war aber für mich der wichtige Punkt, weil das findet man so im Netz immer nicht. So, dann öffnen wir das Pedal. Das ist jetzt das Linksgewinde. Das können wir ganz normal linksrum öffnen. So, da dreht sich jetzt leider bei mir nur der Griff und nicht die Schraube. Das ist hier der Vorführeffekt. Also das tun hier... ist für die Kiste. Ich bin gleich zurück. Ja, man findet ja im Keller immer irgendwelche Tools. Das ist jetzt so ein bisschen extravagant zusammen konstruiert, aber wir haben ja auch keine, dieses merkwürdige Teil hier müsste aber funktionieren. Wir haben auch keine großen Kräfte, die hier wirken. Dann versuchen wir das nochmal.
Und ja, jetzt habt ihr gehört, es hat geklackt, es dreht sich auf. Jetzt könnt ihr diese Mutter rausdrehen. Pass auf, da ist noch eine... Also die Mutter habt ihr dann rausgedreht und da ist auch noch eine Beilagscheibe meistens drin, nicht immer. Also die auch nicht verlieren. Und dann habt ihr jetzt die Achse freigelegt. Auch noch als Hinweis, manchmal ist hier nochmal wie so ein Gummiring, den auch dann nicht verlieren und mit säubern, ist aber auch nicht immer so. So, dann tut ihr einfach die Achse reinigen und auch das Pedal so ein bisschen. Das könnt ihr natürlich noch ein bisschen mit mehr Liebe machen und neues Fett drauf. Schön dick einfetten, das macht nichts, wenn das irgendwie rauskommt. Also richtig schön eine neue Fettbackung, um das Knarzen und Knarren dann des Pedals zu beseitigen. Das neue Fett und nehmt da irgendein dickflüssiges, so ein Lagerfett oder irgendwas, was zähflüssig ist. Das fettet am besten und nehmt keinesfalls flüssiges Öl, wie so Kettenöl oder irgend sowas, weil das spült sich wieder raus. Das sieht man ja auch, hört man häufiger mal, dass Leute dann auf ihre Pedale, nachdem sie knacken, einfach so ein bisschen Kettenöl drauf träufeln. Das macht es aber noch schlimmer, weil dieses dünnflüssige Öl, das zähflüssige Öl, Chemiker sagt, Gleiches löst sich im Gleichen, also fettiges, öliges löst sich gegenseitig, sodass das dünnflüssige Öl dann nur noch das Fett rauslöst und das Ganze noch schlimmer wird. Also einfach Fett nehmen. Ja, das war's schon. Dann steckt ihr das Ding rein wieder. Und montiert wieder eure Beilagscheibe und die hier noch bei mir drauf ist und die Mutter. Und wir sind beim linken Gewinde, also im Uhrzeigersinn, ganz normal festdrehen. Denkt dran, wenn ihr rechts arbeitet, ist es oft so, dass es andersrum ist. Dass ihr nach rechts drehen müsst, so. Dann auch nicht zu brutal fest, um die Schraube nicht abzudrehen. Das ist ja keine so Riesenschraube. Schön handfest. Und dann noch die Abdeckkappe drauf. Auch die dann wieder auch nur handfest andrehen. Und dann seid ihr fertig. Und dann sollte das Pedal sich wieder gut drehen. Und das Knacken und Knarzen beseitigt sein. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich höre gerade einen weiteren Bike-Tipp. Nicht jetzt, ich bin schon bereit zum Mountainbiken.